Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer Andacht am Ostermorgen. Wir feiern Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Text der heutigen Lesung steht im Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Wir beten. Herr unser Gott, du rufst uns mit Jesus aus dem Tod ins Leben. Wir bitten dich, lass uns nicht in dunkler Nacht bleiben. Schenke uns wieder Hoffnung auf deinen Tag, den Tag des Lebens und der Freude, inmitten von Tod und lähmenden Zweifeln, durch Christus, unserem Bruder, der für uns lebt. Amen. I believe in the risen one. I believe on.
Ich lebe, weil er lebt. Er hält mein Leben, meine Zukunft in seinen Händen. Diese Worte, die im Lied erklungen sind, können wir gut gebrauchen zum Osterfest 2021. Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich ein zweites Mal auf diese Weise mit Ihnen zusammen das Osterfest feiere. Ich lebe. Mir fehlt die reale Gemeinschaft, mit vielen anderen zusammen am Ostermorgen auf die Botschaft dieses Festes zu hören, mitzuerleben, wie für uns ein Licht an der Osterkerze entzündet wird, diesem Symbol für das Leben, für das Licht, das uns scheinen will auf all unseren Wegen. Es fehlt so viel, so schrecklich viel an Glück und Menschennähe, Leben und Leichtigkeit. So heißt es in einem kleinen Gedicht. Ja, es fehlt so viel, nicht nur die Gemeinschaft am Ostermorgen in der Kirche. Es ist in seiner Schärfe für unser aller Leben zurzeit nicht wegzureden. Aber auch dies gehört doch zum Osterfest. So erleben es die drei Frauen auf dem Weg zum Grab Jesu. Es fehlt so viel. Es fehlt Jesus, gekreuzigt, gestorben und nun auch das leere Grab, zerbrochen, alle Hoffnung. Wenigstens Hoffnung, wenigstens Worte, wenigstens Spuren brauche ich von dir. Vergiss das nicht, Gott, so heißt es weiter in dem Gedicht. Nein, das hat Gott nicht vergessen. Das dürfen wir feiern an Ostern, auch und gerade in der Krisenzeit. Mir fällt dazu das Erleben dieses Festes unserer Kindergartenkinder ein. Ostern, das ist eine besondere Zeit, so sagen sie es. Man kann feiern, man kann sich freuen. Der Osterhase bringt Geschenke und Ostereier. Ich möchte mich anstecken lassen von der kindlichen Freude, von dem, wofür Hase und Eier stehen, die Auferstehung und das Leben, weil einer für uns in den Tod gegangen ist. Ich lebe, weil er lebt. Der Herr ist auferstanden. Hoffnung. Er hält mein Leben, meine Zukunft in seinen Händen. Frohe Ostern. Lasst uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.